Eine Grashüpfermaus hat zwei Junge geboren. Am Höhleneingang ist Vorsicht geboten. Der haarige Wüstenskorpion ist ein gefährlicher Jäger, der selbst Geckos und kleine Schlangen überwältigt. Wo er sich blicken lässt, sollte man besser den Weg räumen. Wer das nicht tut, riskiert sein Leben. Plötzlich kehrt die Maus zurück, reizt sie das Spiel mit dem Tod. Es hat sie erwischt. Gleich mehrfach pumpt der Skorpion sein tödliches Gift in die Maus. Normalerweise wäre der Kampf hier zu Ende. Nicht so bei der Grashüpfermaus. In Sekundenschnelle aktiviert ihr Körper einen Cocktail aus Gegengift und Schmerzblockern. Einmalig bei Säugetieren. Der Skorpion ist geschwächt. Er hat seinen Giftvorrat verbraucht und kann nur seine Scheren als Waffe nutzen. Der Kampf ist entschieden. Grashüpfermäuse sind furchtlose Jäger. Wölfe im Mauspelz. Als krönendes Finale ihrer Jagd markieren sie ihr Revier mit hohen Rufen.